Was haben Studenten und Sportler gemeinsam? Für Top-Leistungen brauchen sie nicht nur viel Ausdauer, sondern auch die richtige Ernährung. Deshalb will die Hamburger Unimensa in Zukunft vor allem gesundes und leichtes Essen anbieten. Unter dem Motto Bio vielfältig erleben, luden die Campusköche den Fußballprofi Timo Schulz an den Herd. Der Mittelfeldspieler vom FC St. Pauli stellte sich einen Vormittag lang an die Wokpfanne und schwang den Kochlöffel. Dabei erinnerte er sich auch an seine eigene Studienzeit. Ja gut, ich glaube, der Service heute ist super mit dem frischen Essen, mit den frischen Zutaten. Ich habe gerade schon mal probiert, schmeckt auch wirklich sehr gut. Ich damals war eher so der Currywurst-Typ, der Pommes-Typ und das gab es drüben im Pilturm, in der Mensa gab es das immer. Und zweimal lecker, war immer gut, vor allem günstig. Ne? Und hättest du dir damals gewünscht, dass es mal so Aktionen gibt, gesundes Essen in der Uni oder gesunde Ernährung? Ja. Nein, gesundes Essen ist immer wichtig. Also kann ich jeden Tag eine Currywurst essen. Ich habe es damals ehrlich gesagt direkt nicht mitbekommen. Ich habe es jetzt auch das erste Mal gehört heute, dass es so eine Aktion gibt. Und ja, ich würde mir natürlich vor allem für die Studenten wünschen, dass das wiederholt wird. Der Andrang am Bio-Aktionsstand war auf jeden Fall groß. Nicht nur, weil der Bundesliga-Star persönlich die Portionen verteilte. Geschmeckt hat es den Studierenden allemal. Alles klar. So, schön, dass ihr zusammen. Also,